Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Heaven's Hope. Ja, das Blöde ist, ich habe irgendwie voll vergessen, wo ich weitermachen muss. Irgendwie. Ich weiß, wir waren in der Bibliothek und ich habe da ein Buch geholt. Ich weiß aber gar nicht mehr warum. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber wir werden schon wieder reinfinden und notfalls haben wir das Fragezeichen, das uns ja immer darauf hinweist, was denn so als nächstes zu tun ist. Auch wenn ich sagen muss, wie soll ich sagen, das hier ist es so ein. Eine, ja, kleine, ja, Hinweislinie, wie das Ganze weitergehen soll, was wir so ungefähr machen müssen, so ein bisschen Notizen. Dann haben wir halt die Karte als solches, wo wir sehen, dass eigentlich gar nicht mehr viel fehlt, vermutlich noch eins, vielleicht auch zwei Sachen. Und wir haben halt hier oben die himmlischen Begleiter, die uns halt immer Tipps geben. Wir klicken einfach mal drauf. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Vielleicht solltest du noch mal in deinen Aufzeichnungen nachschauen, wenn du den Überblick verloren hast. Genau, recht viel mehr sagen die nicht. Man kann nochmal draufklicken, dann kommt meistens noch ein zweiter Tipp. Du brauchst unbedingt die drei Schnipsel von diesem Bauplan der Flugmaschine. Genau, und das habt ihr in den Kommentaren schon richtig festgestellt. Es ist so ein bisschen diese Hilfsfunktion da oben, ist eigentlich keine wirkliche Hilfsfunktion. Sie bringt einen nur dann was, wenn man halt wirklich total vergessen hat, wie es weitergeht, wenn man das Spiel mal wirklich nach langer Zeit beispielsweise erst wieder in die Hand nimmt. Ansonsten, ich hatte mir auch mehr von der Hilfe erwartet, muss ich zugeben, aber naja, gut, ich meine, das müssen wir halt so jetzt hinnehmen. So, jetzt haben wir hier ein Schild, das Hier wir anschauen steht. können. Wir sind alle nur Figuren in einem Spiel. Ja. Aha. Der sieht, mitgenommen aus. Ja, definitiv. Dann reden wir mal mit ihm. Kann man das nicht sogar schon mal? Hallo? Ich glaube, der will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, ob der reden kann. Das ist das andere wieder. Dann weiß ich halt, dass wir bei den Bären weiterkommen müssen. Die Frage ist halt nur, wie. Stimmt, da hatten wir ja mit Dingens hier drin geredet, wegen dem Bären. Und wir müssen den halt jetzt irgendwie dazu bringen, dass er die Maus ausspuckt. Die Frage ist halt nur, wie sollen wir das anstellen? Notfalls gehen wir einfach nochmal zurück und hören uns das Ganze nochmal an. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich von einem Tag auf den anderen mehr oder minder vergesse, wie es weitergeht. Das wundert mich gerade. Das heißt, wie es weitergeht, weiß ich nicht, aber zumindest wo ich zuletzt aufgehört habe. Das wundert mich echt ein bisschen. Von daher, sorry. Aber wir werden schon weiterkommen. Also, wir reden hier nochmal mit dem Bärchen, von dem wir ja sehr gerne die Maus hätten, die er verschluckt hat. Hallo Bär. Hallo Taloriel. Okay, ich möchte dir gerne etwas vorlesen. Müssen wir jetzt vielleicht herausfinden, welches Buch er hören will? Dass wir also theoretisch jedes Buch einmal mitbringen, bis es das Richtige ist? Ist ja auch komisch. Ich habe hier ein interessantes Buch gefunden. Das lese ich dir mal vor. Okay, dann mach mal. Hier steht: Nun lässt sich wirklich hoffen, dass wenn wir aus vielen bunten Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den kleinen Homunculus komponieren, in einem Glase vertulieren und ihn gehörig korrobieren. So ist das Werk dann gut getan. Das findest du interessant? Oh je, das ist doch unfassbar langweilig. Ja gut, der will wahrscheinlich irgendein interessantes Buch hören. Aber was wäre denn ein interessantes Buch? Und wie zur Hölle kriegen wir das hin, dass der diese Maus ausspuckt? Hier, guck mal. Wieso sollte ich das machen? Weiß nicht. Hat das sein können, dass wir es ihm irgendwie geben können. Können wir dann hier nochmal vorbei? Vorbei können wir nicht? Doch, wir können zum Bauernhof. Können wir eventuell nochmal ein Glas von diesem Erbseneintopf holen? Vielleicht hilft uns das ja weiter. Vielleicht speit er ja dann. Wer weiß. Also irgendwie müssen wir ja da rankommen. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Wäre ja gelacht, wenn das nicht ginge. Das heißt, ich hole mir hier einfach Das nochmal klappt so nicht. nicht. Wieso haben wir die dann? Eine Flasche mit den Resten von Bills Eintopf. Und mit Resten meine ich vor allem den Geruch. Buah. Okay, aber was bringt uns das, dass man hier jetzt. Okay. Kannst du mir vielleicht helfen? Hallo Bill. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Na, no, gar Ich nicht. gehe da mal. Da können wir nicht rein. Verschlossen. Ja. Okay. Wie kommen wir jetzt da dran, dass der Bär diese Maus hochwirkt?
müssen ja irgendwas machen, dass es funktioniert. Wir haben hier ja noch diesen Baum. Vielleicht kann ich damit noch was machen. Irgendwie ist sein Anblick beruhigend. Mit dem konnten wir damals nicht reden. Vielleicht geht's jetzt. Hallo? Sieht so aus, als hätte der kein Interesse an einem Plausch mit dir. Ja. Vielleicht schläft er aber auch nur. Ja, wenn wir ihn wenigstens irgendwie aufwecken könnte, ne? Keine Ahnung, willst du einen leeren Bohnentopf? Sollte ich das machen? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Kann man das Buch vielleicht mit dem Baum? Das klappt so nicht. Okay, ich hab mich gewundert. Naja. Anzünden? Das klappt so nicht. Nee, hätte mich auch gewundert. Okay, wir müssen also irgendwie es schaffen, dass wir die Maus da rausbekommen. Okay, das Spiel gibt mir leider nicht wirklich Hinweise. Das heißt, ich muss es für mich selbst herausfinden, wie wir zur Hölle das aus dem Bären rausbekommen. Jetzt gucken wir erst, kann ich dir eigentlich deine Liste, lass das Pamphlet, die Kundenliste zurückgeben? Das klappt so nicht. Was? Nicht? Ah, wir können sie zurücklegen. Guck mal. Nein, er schaut gerade. Wenn ich die Kundenliste jetzt zurücklege, sieht er das. Okay, wir könnten noch mal reden, vielleicht kommt Hallo, der Geist Karin. Wieder. Sei gegrüßt, Effendi. Hast du das hast gesehen? Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Wieder diese Ziege? Dann legen wir mal die Kundenliste zurück. Als ob nichts gewesen wäre. Hey, Effendi, da war keine Ziege. Oder habe ich sie verpasst? Okay. Können wir mit ihm noch irgendwas klären? Hallo Karim. Sei gegrüßt, Effendi. Was hast du im Angebot? Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Ja, nee. Liste, die braucht man nicht mehr. Da? Was ist das denn? Das heißt, das kann ich wegklicken. Das haben wir alles schon mal gehabt. Sonst gab es hier ja nichts mehr, mit dem wir jetzt noch großartig irgendwas hätten anfangen können. Nein, ich denke nicht. Ja. Okay, wir haben zumindest schon mal die Liste zurückgebracht. Das macht unser Inventar ein bisschen leerer. Ich denke nicht, dass wir sie brauchen. Sonst, glaube ich, könnten wir sie ja nicht zurücklegen. Dann werden wir nochmal mit ihm hier reden. Was hattest du nochmal gesagt, was wir machen könnten? Kann Hallo, Plan? Blumford. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Ja. Also, ich habe diese Ratte. Das hat er ja schon gesagt. Der Bär hat Und das der gefressen. Bär hat Bauchschmerzen. Ach ja. Und der Bär hat deswegen jetzt Bauchschmerzen. Kann man den Schnipsel nicht irgendwie sonst rausbekommen? Naja, du könntest, da du ja mit dem Bären sprechen kannst, ihn bitten, das Maul ganz weit aufzumachen und reingreifen. Da du ja unsterblich bist und so. Ich habe eine Vermutung. Wir müssen den Müll machen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin zwar unsterblich, aber in dieser vermaledeiten Materie spüre leider auch ich Schmerz. Okay. Können wir nicht irgendwas anderes reinschicken? Was vielleicht nicht so störrisch ist wie mein Fellknäuel hier? Gute Idee. Nur was? Es darf keine Angst haben. Es sollte am besten gar keine Gefühle haben, wenn es sich freiwillig von einem Bären fressen lassen soll. Es muss sich steuern lassen und greifen können, damit es den Zettel packen kann. Und muss demzufolge also auch beweglich sein. Es sollte aber besser nicht leben, denn ich stelle mir Atmen in einem Bären nicht so großartig vor. Und es darf nicht zu groß sein, damit der Bär es fressen kann. Aber es darf auch nicht zu klein sein, damit es im Bär nicht zu schnell verdaut wird. Ich würde sagen, es sollte etwa eine Elle groß sein. Das heißt, ich muss etwas finden, das eine Elle groß ist, nicht lebt oder atmet, das greifen kann, sich steuern lässt und macht, was ich ihm sage. Ein Homunculus. Sollte doch nicht so schwer sein. Kommt mir irgendwie bekannt vor. War da nicht irgendwo was in die Richtung? Ich habe einen Homunculator XL3000 gefunden, okay. Ich habe einen Homunculator XL3000 gefunden. Das ist ja großartig, mein Junge. Damit kannst du dir einen echten Homunculus züchten. Und der entspricht allen Kriterien, damit wir ihn danach in den Bären schießen können. Aber worauf wartest du noch? Bring ihn her, damit wir anfangen können. Er ist im Besitz von Sir Edwin Cartwright. Ah, der hatte das ja. Ich will ihn mal fragen, ob er ihn mir gibt. Stimmt, der hatte das ja. Wieder mal. Oh, und für das haben wir das Buch von... Ach, Gottes Willen. Natürlich. Dann war aber mein Riecher gar nicht mal so falsch, dass ich dieses Buch über Homunkulusse mitgenommen habe. Das ist dann, glaube ich, schon mal ein sehr guter... Ja, das ist ein guter Riecher gewesen. Definitiv, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich überspringe jetzt mal so ein bisschen die Laufwege. Okay,
Wo war denn der Homunkulator nochmal? Das war's nicht. War es das da? Nein. Wo war denn der Homunkulator? Weiß es gar nicht mehr. Wir reden erst mal mit ihm, oder? Wir reden erst mal mit ihm und dann können wir immer noch gucken, wo der Homunkulator war. Guten Tag, Sir Edwin. Hallo. Genau. Könnte ich mir diesen Homunkulator vielleicht mal ausleihen? Vermutlich ausleihen, weil du immer noch kein Geld hast. Nun ja. Hör zu, mein Lieber, ich mach dir ein Angebot. Du bist doch ganz gut mit Kennewick Blumford befreundet. Ja. Kann man so sagen. Nun, der hat einen originalen Geistdetektor. Den wollte ich schon immer haben. Frag ihn doch mal, ob er den noch braucht. Wenn du mir den bringst, dann gebe ich dir dafür den Homunkulator. In Ordnung. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Okay, dann gehen wir mal. Ich gehe dann mal. Dann auf ein Wiedersehen. Wie gesagt, diese Laufwege dazwischen überspringe ich jetzt mal ein bisschen. Wenn euch das nicht stört, ansonsten könnte man es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Homunkulator bekommen. Ich möchte wieder mal ein bisschen schneller vorankommen, deswegen will ich die Laufwege nicht immer 100% mitnehmen. Hallo Blumford. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Ja, wir haben den Homunkulator gefunden. Ich habe einen Homunkulator XL3000 gefunden. Das ist ja großartig, mein Junge. Damit kannst du dir einen... So, das haben wir schon gehört. Ach, das alte Ding kann er ruhig haben. Das funktioniert ohnehin nicht mehr. Schau dich mal um. Der muss hier irgendwo stehen. Wenn du ihn findest, kannst du ihn gerne Cartwright bringen. Okay. Ich gehe da mal. Müssen also dieses Geisterding sie finden. Was ist das? Da ist er ja. Ach, das war schnell. Das war sehr schnell. Das wird der Geisterdetektor sein. Genau, zeig mal her. Also, dieser Stromkreis ist für die Anzeigen. Und über den hier laufen die Messgeräte. Klar? Klar. Wichtig, niemals die Ströme kreuzen. Warum nicht? Dann geht er kaputt. Alles klar, vielen Dank. War das nicht so ein Ghostbuster-Anspielung, dass man niemals die Ströme kreuzen sollte? Ich kenne mich mit Ghostbusters nicht aus, aber diese Aussage habe ich definitiv schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, dass es eine Ghostbusters-Anspielung war. Na gut, dann kommen wir ja endlich mal wieder weiter. Sehr schön. Ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei dem Spiel festzustecken. Ich weiß nicht, ob es auch euch so geht, aber irgendwie... Es kommt mir teilweise ein bisschen so vor. Aber naja, ansonsten kommen wir ganz gut weiter. Dann nehmen wir dieses PKA-Meter und geben das hier dem Typ wieder. Ich habe Cartwright, hier den Geistdetektor von Blumford. Ach toll, was für ein schöner Apparat und so alt. Ach ja, und Blumford lässt ausrichten, niemals die Ströme kreuzen. Wichtiger Sicherheitshinweis. Danke, Junge. Nimm dir den Homunkulator einfach mit. Da ist auch eine Bedienungsanleitung dabei, falls du Hilfe brauchst. Das hört man gerne. Ich geh dann mal. Dann auf ein Wiedersehen. Ist dann das Ding da unten? Nee. Wo ist denn dann der Homunkulator? Ist es doch das da? Dann nehme ich diesen Homunkulator 3000 XL mal mit. Sieh mal, da ist eine Bedienungsanleitung dabei. Da steht drauf, was du für den Homunculus brauchst. Hier steht, man braucht eine Nährflüssigkeit. Vorzugsweise das Blut eines 3000 Jahre alten und davon mindestens 2000 Jahre toten Vampirs. Genau. Traubensaft geht aber auch, macht aber keine so schöne Wangenfarbe. Dann noch zwei geweihte Kerzen, etwas Friedhofserde, Streichhölzer, einen geeigneten Namen und tatsächlich den Odem eines Engels. Aha. Ja, das dürfte ja jetzt relativ easy sein. Okay, dann lass mich mal gucken. Streichhölzer haben wir. Steht das hier vielleicht alles dabei? Ja, Nährflüssigkeit. Das heißt, wir brauchen irgendwoher Trauben. Eine geweihte Kerze, die könnten wir eventuell in der Kirche bekommen. Friedhofserde müssten wir hinten beim Friedhof bekommen. Nochmal eine Kerze, einen Namen und so weiter und so fort. Ja gut. Wo soll man denn einen Namen herbekommen? Wahrscheinlich werden wir da wieder irgendwas dafür machen müssen. Es ist halt die Frage, wo wir Traubensaft herkriegen. Könnte mir vorstellen, dass wir Traubensaft bei der einen Tante kriegen könnten. In ihrer komischen Bar. Wo sollten wir sonst Traubensaft herbekommen? Ja, das kriegen wir hin. Das ist doch eine schöne Linie, an der wir uns halten können und wo wir ungefähr wissen, was wir machen müssen. So, ist halt die Frage, wir können hier ja nicht einfach Kerzen nehmen, nicht wahr? Dann rede ich als erstes mal mit ihm. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Sag mal, hast du vielleicht geweihte Kerzen?
Ja, natürlich habe ich geweihte Kerzen. Dürfte ich vielleicht zwei davon haben? Du musst wissen, in dieser Gemeinde ist unser Miteinander ein Geben und Nehmen. Möchtest du vielleicht etwas für unsere Kirche tun? Dann gebe ich dir gerne zwei von den Kerzen. Was könnte ich denn tun? Du könntest beispielsweise die drei Ikonenbilder hier im Kirchenschiff putzen. Da hinten die Heiligenbilder an den Säulen. Ja, ich denke, das kann ich tun. Dann mach das mal. Und wenn du die Ikonen geputzt hast, komm wieder. Dann gebe ich dir zwei von den geweihten Kerzen. Wow, das ist alles ein Heiligenbildnis. Ganz schön dreckig. Man erkennt ja gar nichts. Aber hier ein Symbol am Rahmen. Sieht aus wie ein F. Aber mit was putze ich die jetzt? Brauche also erstmal etwas, mit dem ich sie putzen kann. Ich habe aber nichts zum Putzen. Okay, also brauchen wir was zum Putzen. Hast du einen Putzlappen für mich? Keine Ahnung, wo ich jetzt einen Putzlappen oder so herkriegen könnte. Kann es ja schlecht mit der Maus bürsten. Wobei das witzig wäre, mit der Maus drüber zu fahren. Hast du einen Putzlappen? Hallo Blumford. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Nee. Ich geh da mal. Ja, toll. Wir könnten Stoffreste nehmen. Dürfen wir ein paar Stoffreste haben? Mit denen könnten wir das doch putzen. Also, oder sonst abpusten, den Staub runterpusten. Na, wir finden schon eine Möglichkeit. Hast du einen Stoffrest für mich? Oh, die Spinne. Hallo. Ni hao. Ich geh da mal. Toll. Können wir kein Stück Stoff haben? Nee, da können wir nichts nehmen. Wie sollen wir die dann putzen? Ja gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten. Weil ich mich ja gerade echt frage, wie ich das putzen soll. Ja, wir kommen drauf. Das ist kein Ding. Das heißt, wir gehen erst weiter. Ich frage mich nur, was es mit dem Buchstaben auf sich hat und warum das immer so hervorgehoben wird, dass da eben diese Buchstaben sind. Hier waren ja nur die Mülltonnen, da wollen wir jetzt nicht nochmal drin rumwühlen. Was ist das denn? Das ist wohl der Turm der Kirche. Ja, und jetzt? Was hat es damit auf sich, dass das der Turm der Kirche ist? Wollen wir die Maus reinschicken oder was? Hast du Traubensaft für mich? Bitte? Es wäre voll episch. Hallo. Hallo, schöner Mann. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit einem guten Single Malt? Oder ein Camillo Blended? Ich könnte dir auch eine Bloody Virgin Mary machen. Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat den immer Fladditch geliefert. Und danach hatte Bill noch einen kleinen Vorrat. Aber der ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Ich geh da mal. Heißt, wir müssen also wohl irgendwann auch mal irgendwoher Alkohol besorgen scheinbar, weil sonst würde mich ein bisschen wundern, warum wir diese Frage stellen können. Dann würde ich gerne mal gucken, was passiert, wenn ich die Maus da hochschicke. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Okay, das bringt mir also nichts. Dann gehen wir mal zum Friedhof. Dann machen wir da ja weiter. Ich meine, wir kriegen das schon hin. Wir haben ja ungefähr eine Richtung, in die es gehen soll und alles andere dürften wir schon irgendwann herausfinden. So, der murmelt immer so vor sich hin. Was haben wir hier? Können wir hinfassen? Oh. Potz 1013 blutige Urnen. Was soll das? Entschuldigung. Was denkst du dir dabei? Ist das ein Spaß für dich? Ich mache hier meine Arbeit und keiner, wirklich keiner, wird unbeaufsichtigt diesen Friedhof betreten. Entschuldigung. Okay, was haben wir alles? Wir haben hier... Ach so, das sehen wir ja nicht. Friedhofserde. Eindeutig. Aber wenn wir hinfassen, kommt immer dieses Klingeln. Kann die Maus da was machen? Das kann ich ihr nicht antun. Nicht. Da hätte ja sein können, dass die Maus da irgendwie... Ich brauche halt ein bisschen Friedhofserde. Das klappt so nicht. Wie soll ich denn an Friedhofserde kommen, wenn das immer klingelt, wenn wir die Friedhofserde dort nehmen wollen? Was haben wir denn sonst? Hier haben wir noch das Tor. Das kann ich ihr nicht antun. Kann ich die ausschalten? Was? Eins, hä? Vier. Die Klingel kann sie ausschalten? Na, das ist doch... Das sollte den Schall dämpfen. Na, wirklich? Oh, wie süß!
Okay. Ich rate halt nur gerade, ne? Aber es klappt. Okay, damit haben wir Friedhofserde. Die Maus kommt wieder. Die Maus ist ganz schön schlau. Okay. Aha. So, damit haben wir die Maus mit Nahtoderfahrung wieder rausgeholt. Mit ihm haben wir sonst ja eigentlich nichts mehr tun können. Dann haben wir zumindest schon mal die Friedhofserde. Dann brauchen wir noch Traubensaft und das ganze Zeugs. Aber das kriegen wir auf alle Fälle auch noch hin. Aber ich würde sagen, das machen wir erst nächste Folge. Denn ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.